Oh mein Gott, Leute, heute in diesem Video gibt es Brawler in Real Life. Und das ist wirklich, wirklich heftig. Piraten Jean. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was... Oh Gott, Alter, der hat sich komplett angemalt. Okay. Angst? Also, ich habe wirklich Angst, Digga, wenn ich das sehe. Holy. Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Schön, dass du vor allem dabei bist. Bevor wir loslegen, meine ich natürlich. Ihr seht schon, ich habe tatsächlich ein T-Shirt an und zwar ist das der Osterboxer. Sehr, sehr nice Sache. Dieses T-Shirt kommt tatsächlich raus am 26., also schon bald, in ein paar Tagen, Leute, auf www.scheißboxer.shop oder einfach über den Link unten in der Videobeschreibung für 24,90 € und ihr bekommt dazu kostenlos eine Autogrammkarte, 5 Scheißboxer-Riegel und einen Schlüsselanhänger. Also Schlag zu, 26. um 18 Uhr. Ja, und jetzt starten wir auch schon rein. Wir haben tatsächlich Brawler in Real Life. Also, ja, hier haben sich wirklich Menschen die Mühe gegeben und haben Brawler in Real Life nachgestellt. Und das ist wirklich, wirklich heftig, was dabei rauskommt. Schaut auf jeden Fall auch beim Ersteller des Videos vorbei. Und ich würde sagen, wir starten rein, ja, mit Colt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Colt, okay. Oha. Oha, also wir sehen schon, ja, links normaler Colt und rechts das Colt Cosplay. Also er hat rote Haare, hat einen roten Bart, hat die zwei Knarren, die auch sehr, sehr detailgetreu aussehen. Auch das Hemd und ja, die Jacke da drüber, der Gürtel. Der Holster fehlt. Der Holster ist nämlich das Teil, wo man die Gun reinsteckt, ne? Der fehlt. Sonst sehr krass. Also ich würde sagen, ist schon so eine 7 von 10. Geht auf jeden Fall krass, aber gut getroffen. Man hat auf jeden Fall erkannt, dass es Colt ist. So, wir kommen zu Shelly. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Boah, die Waffe, ja, okay, das Outfit, ja, gut, also man erkennt, dass es Shelly ist, wenn man sich auskennt in Brawl Stars, aber ich würde sagen, das hat maximal 6 Punkte verdient. Die Haare, die waren auch nur bearbeitet gefärbt, die waren nicht echt gefärbt, das hat man gesehen. Nita, oh mein Gott, oha, okay, also, Alter, krass, das ist sehr, sehr gut, also... Selbst die Kette an den Anhänger wurde gedacht, der Gürtel da, also, das ist perfekt, krasser geht's nicht, ist halt offiziell von Supercell die Mütze, ist eine 9 von 10, jetzt kommen wir zum Scheißboxer, oha, sehr nice. Also, eigentlich perfekt getroffen, ne? Es wurde auf alle Details geachtet, selbst der Gürtel ist da. Die Form ist zwar jetzt nicht 1 zu 1 so wie vom normalen Boxer, aber auch die Maske, sehr geil. Gibt von mir, ja, 8 von 10. Bull. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Bull geworden ist. Oh mein Gott, wo ist der Nasenring? Nasenring fehlt, okay. Die Waffe auch nicht genau gleich, der Gürtel fehlt auch. Ist nicht schlecht, aber auch nicht super, super krass, oder? Boah, Leute, ich müsste mich mal in so ein Kostüm pressen. Aber ich würde sagen, das sind so 6 von 10 Punkten. Es ist nicht perfekt getroffen. Kevin. Kevin hat ein gutes Kevin-Cosplay, habe ich gehört. Der auf jeden Fall auch nicht so schlecht. Der Hut ist sehr gut getroffen. Die Schleife, ja, okay. Der Anzug aber nicht so perfekt. Also, Ukulele fehlt natürlich auch. Und das Make-up ist jetzt auch nicht so wirklich, wie es... Ja, also, ja... 7 von 10. Da wurde sich Mühe gegeben, aber nicht mega geil geworden. Dynamike! Oh mein Gott! Bro, das ist cool. Das ist cool. Sogar mit dem weißen Bart, mit den weißen Augenbrauen, dem Helm ohne Lichtleiter, Kopfhörer hat Dynamike nicht auf. Nee. TNT fehlt natürlich. Ist aber cool. Würde ich eine 7 von 10 sagen. Das ist auf jeden Fall schon ganz okay, so kann man sagen. Jetzt haben wir Brock, okay. Mhm. Brock. Ja, also ich finde es geil, dass er das so nachgebaut hat, diesen Raketenwerfer. Das gibt eine 8 von 10. Ne, eine 9 von 10, weil ich glaube, das ist nicht einfach so ein Teil nachzubauen. 9 von 10 Punkte, let's go. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Penny. Penny, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was Penny uns hier gibt. Okay. Digga, ich muss halt immer so denken. Es ist schon sehr schwer, so an solche Teile zu kommen. Es ist vermutlich alles selbst gebastelt. Also die Mütze, die Haare, ist jetzt irgendein Tuch halt. Ja, aber ist jetzt halt auch nicht so 100% gut getroffen, muss man schon ehrlich sagen. Ist schon, die Idee ist schon ganz cool, aber auch die blauen Ärmel da, die gibt's halt einfach nicht im Original. Ich würde sagen, es ist eine 5. Das ist echt nicht so perfekt. Also,
Da hätte man sich mehr Mühe geben können, aber ich will ja hier nicht judgen, ne? Ich bin hier nicht so wirklich der Profi in sowas. Also, ja. Gucken wir mal weiter. Wir haben Jesse. Okay. Jess will fix it. Oha. Sehr krass. Also der Hut mit der Brille. Krass. I'm number one. Die Waffe sieht man jetzt nicht so ganz da. Time to get constructive. Aber sonst schon sehr krass. Also vor allem den Hut, den finde ich sehr krass. Ist eine 9. 9 von 10. 9 von 10 Punkten. Let's go. Ems. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Oha. Krass stark. Bro, selbst mit diesem Haarspray. Selbst mit dieser Fledermaus hier am Top drauf. Sehr, sehr krass. Boah, das ist heftig. Das ist wirklich perfekt. Die Tasche fehlt, oder? Nee, die hat auch eine Tasche um hier. Boah, ich weiß es nicht. Ich finde das schon sehr krass. Ist das eine 10 von 10? Ich würde sagen, das ist eine 10 von 10. Let's go. Wir geben jetzt einfach mal 10 von 10 Punkten, weil es ist sehr, sehr gut getroffen. Sehr krass. Hashtag, I'm so heftig. Daryl ist der nächste Brawler. Oha! LOL! Im Halloween-Style. Oh mein Gott. Ist da ein Typ drin? Ich denke schon, ne? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich weiß noch nicht, was es mit dem Kürbis hier auf sich hat. Aber sonst finde ich das sehr, sehr krass. Wow. Ich vergleiche gerade so, aber es sieht schon unfassbar gut aus. Also ganz ehrlich, 10 von 10. Auch wenn es jetzt nicht 100% genauso ist wie der echte. Aber ich finde, da wurde sich echt Mühe gegeben. So ein richtig fettes Kostüm. Geil. So, was haben wir hier? Summer Jessie, ein Skin, okay. Oha. Die Waffe? Ja gut, das ist halt irgendwie... Die ist nicht dafür gebaut worden extra. Ich weiß nicht. Trifft es jetzt nicht so ganz, würde ich sagen. Ist zwar ganz cool, aber... ist so eine 5. 5 von 10, würde ich sagen. Bake Sale Barley. Okay, Törtchen Barley. Ah! Aha, okay. Nicht schlecht. Die Kette blau, sehr cool. Die Haare auch sehr cool. Also, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, das gibt eine 9 von 10. 9 von 10 Punkten sind, glaube ich, relativ angemessen, oder? Ja. Piper. Bin mal sehr gespannt, was Piper hier... Okay. Gut, das ist halt nur das Oberteil so und die Haare und das Weiße. Nee. Das hat wirklich, ja, also schon ein bisschen was mit Piper zu tun, aber ist jetzt nicht wirklich krass. Was machen wir? 6 von 10. 6 von 10. Die Kneipenschlägerin, jetzt bin ich mal gespannt. Oha. Oha. Ja. Das ist stark. Selbst die Ohrringe, Kaugummi auch am Start. Der Baseballschläger auch mega gut. Die Jacke natürlich auch ultra fett mit diesem riesengroßen Zip. Zipper. Ja, geil. Finde ich gut. Ladybug B. Okay. Warte mal, habe ich jetzt den letzten Skin bewertet? 10 von 10. Ganz easy. So, Ladybug B. Okay. Marienkäfer B. Okay. Oha, sehr nice. Orange Haare, sehr cool. Der Helm genau gleich. Der Helm ist gut geworden. Sehr krass. Finde ich stark. Ist eine 9 von 10 auf jeden Fall. Sehr, sehr cooler Skin. Also sehr, sehr cooles Cosplay. Boah, ich will auch unbedingt mal so ein Cosplay machen. Ganz ehrlich, darauf freue ich mich schon. Gamescom. Ihr werdet mich sehen. Vielleicht. Mortis. Gar nicht mal so schlecht. Das ist halt relativ easy. Das kann man halt easy mal nachmachen. Man braucht nur so einen Hut und so ein Ding und so eine Perücke. Die Schleife, ja. Ja, ist ganz nice. Ich würde sagen, es ist eine 8 von 10. Den Umhang finde ich auch cool auf jeden Fall. Piraten-Jean. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was... Oh Gott, Alter, der hat sich komplett angemalt. Okay. Ja. Gar nicht mal so übel, würde ich sagen. Gar nicht mal so übel. Ich würde sagen, da geben wir mal eine 7 von 10. 7 von 10 Punkten sind, glaube ich, ganz angemessen. Sprout, okay. Boah, wie kann man denn Sprout-Cosplay... Okay, da ist aber kein Mensch drin. Gut, das werde ich jetzt nicht bewerten.
weil das ist jetzt nicht wirklich... Also ist halt schon ganz cool, ne? Ist so irgendein Messbecher oder so, bisschen mit Papier außen drum und dann der Sticker vorne drauf. Ja. Ja, gut, aber ist kein Cosplay, ne? Crow, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wenn da jetzt einfach ein Rabe kommt. Tja, das ist ein Real-Life-Kostüm? Warte mal, da habe ich ein besseres. Sekunde mal. Machst du Crow so? Glaub nicht. Ja, also ist aber ganz cool. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kostüm ist. Ich erkenne jetzt nicht wirklich, dass das Real-Life ist, aber ich finde es ziemlich stark eigentlich. Also schon so eine 10 von 10 eigentlich, wenn das wirklich echt ist. Leon. Okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Okay. Naja, also gut, der Lolli, ja. Der Anzug jetzt oder der Hoodie, okay. Man erkennt es halt nicht ganz, was da noch so ist. Man erkennt so ein bisschen die Zunge. Man dürfte aber die Augen nicht sehen bei Leon. Das ist ja ein Geheimnis. Wie sieht er unter der Mütze aus? Naja, 6 von 10. Shark Leon. Oha, jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken. Oha. So ein Ding hätte ich auch gerne, so ein Hoodie. Stark. Also finde ich cool. Gut getroffen. Nicht ganz genau so. Die Kette fehlt da oder was auch immer das ist. Die Farben sind auch nicht genau getroffen. Aber ich würde sagen, das gibt schon eine 8 von 10. Ist schon ganz cool. Sandy als nächster Brawler. Okay. Oha. Stark. Sandstorm. Die Farben nicht 1 zu 1. Also überhaupt nicht. Aber... schon strong. Ist schon sehr, sehr strong. Also, boah. Oh, cool. Wirklich sehr, sehr gut die Details getroffen. Gibt einfach eine 9 von 10, würde ich sagen. Colette. Colette. Mal gucken. Oha. Oha. Sogar mit dem Buch. Das finde ich sehr, sehr strong. Das gibt definitiv eine 10 von 10. Das Buch einfach 1 zu 1 getroffen. Holy shit. Digga, diese Details einfach. Das ist schon krass. Also ganz ehrlich, da hat sich wer richtig Mühe gegeben. Das gibt eine 10. 10 von 10, ganz eindeutig, easy going. Trixie Colette haben wir auch noch am Start. Oh mein Gott. Angst? Also ich habe wirklich Angst, Digga, wenn ich das sehe. Holy. Das ist auf jeden Fall weird, aber ja, okay. Trotzdem ganz cool getroffen von den Details her. Ich würde sagen, das gibt auch eine 8 von 10. Dann haben wir noch Edgar am Start. Okay. Der Schal auf jeden Fall, ja, gestreift. Mhm. Ja. Nicht perfekt, würde ich sagen, aber 7 von 10. Und das war's auch schon mit den Brawlern in Real Life. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, vielleicht werde ich ja auf der Gamescom selber mit so einem Cosplay rumlaufen. Mal gucken. Vielleicht lasse ich mir da was anfertigen. Schreibt mir in die Kommentare, aus welchem Brawler ich mich verkleiden soll zu Gamescom. Ja, ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und haut rein. Ciao.